Hallo zusammen, Sapo die Bartz. So, lang ersehnt, der Video, der Bauvideo, wie man den Mustang oder den Rebel das Modellboard aufbaut. Es haben ein paar geschrieben und schon länger. Und der Wunsch war einfach da gewesen, weil der Video, wo wir drin haben, der ist halt einfach veraltet. Das ist V1 und V2 gewesen. Mittlerweile sind wir mit bei V5. Und das ist jetzt eigentlich das Maß der Dinge. So, nicht lang schwafeln, schaffen. Ich habe hier den Mustang. Den fangen wir gerade mal beim Stringer an. Die ganzen Ausschnitte hier, die sind beim Grossen eigentlich fürs Gewicht. Die lässt man drin, bis man eigentlich den Spantensatz aufgekriegt hat. Und dann kann man die rausschneiden, hier bei uns. Ich lasse sie drin. Man kann sie rausnehmen, aber ich lasse sie drin. Da vorne, da an der Stirn, wo die zwei zusammenkommen, da hat sie so einen Hubel. Da. Den schneidet er ab. Gerade in dieser Linie da unten nur schneidet er den Hubel ab. Den braucht es nicht. Und zwar aus dem Grund braucht es den nicht, weil ich keine Sagi habe. Ah, leider. Gut, ich schneide das schnell einmal ab. So, schnipp, schnapp, ab. Nehmen wir da mal schnell. Ein bisschen grad schleifen. So, alles gut. Dann brauchen wir ein Baubrett. Und zwar entweder ein Brett oder sonst irgendwas. Ihr könnt auch einen Karton nehmen. Das geht auch. Wenn der Karton leicht gewählt ist, dann müsst ihr einfach hin. Vorne tun wir hier die Schwere mit irgendetwas. That's it, das geht eigentlich auch schon. So, dann müssen wir hier die Mitte anreissen. Machen wir hier her, haben wir hier mal 17. Das ist schon nicht so der Hit. Ja. Können wir da mit dem machen? So. Gut. So durchfahren. Machen wir einfach eine Linie. Oder wir legen eine gerade Liste an. Oder einen langen Maßstab. Geht auch. So, das machen wir auch beim Großen so. Das weg. Heißleim eingeschaltet. Gut, jetzt muss ich da schnell noch heiß sein. Jetzt warten wir schnell, bis der heiß ist und dann legen wir los. So, der Heißleim ist heiß, darum heißt der auch Heißleim. Ich sitze mal da her. Da, bei diesen Heißleimstangen, da gibt's, habe ich euch noch einen Tipp. Wenn ihr die eine Zeit lang lagert, ich kaufe immer die grossen Packungen, gerade mit 50 Stück drin, dann werdet ihr irgendwann so. Ja, dann geht der Weichmacher geht da raus und dann werden die so geschleichig, so glitschig. Das ist der Grund, wieso, dass wenn man die in die Heißleimpistole nie tut, dass der Grip eigentlich, dass die sich schlecht vorstossen lässt. Vorher hergehen, so einen alten Flieslumpen nehmen, so einen Mikrofaser und einfach da ein paar Mal so drüber fahren und dann ist das wieder weg, dann fängt es richtig an kleben und dann sind die ready zum Brauchen. Ja? So, das am Rande. Also, Mittellinie haben wir. Ein Stringerli. So. Zack. Gut, jetzt kommt das da her. Jetzt gebe ich. Ich nehme meistens da den vom Spann 6.
ist eigentlich egal von wo. Und drücke da so einen raus. So einen Gewichtsausschnitt. Ja. Jetzt gebe ich da Stirnseite ein bisschen Heißlim an. Zack. Leg das da hin. Papp den zusammen. Schauen, dass es nicht auf dem Brett kleben bleibt. Und dann nehme ich da auf den Kleid. Ihr müsst ganz wenig Heißlim nehmen. Dann tue ich den da drauf kleben. So. Gut. Hebt schon die Chance. So, jetzt haben wir den Stringer. Jetzt tun wir den entweder links oder rechts von dem Riss mit den Füßli. Also die Füßli, entweder kommt da der Riss oder auf der anderen Seite vom Riss. Nicht in die Mitte von dem Füßli gehen, da müsst ihr viel zu genau arbeiten. Das bringt es nicht. Ich lege den mal so hin, tue den verteilen. Dann nehme ich mal mit dem Bleistift, tue ich hier mal anzeichnen, wo es hier einen Tupfen braucht. So. Es langt, wenn ihr alle anderen immer einen überspringt, um dort einen Tupfen anzugeben. So, zack, 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 zack. Zack, zack. Dann und drauf. Schön an dieser Linie entlang ausrichten. Ein bisschen abdrücken. Das ist der ganze Fisch. Jetzt steht der schon. Ja. Gut. Passt. Schön gerade. Niente Probleme. Ja. Gut. Jetzt kann es sein, dass es einfach in Europa niemanden gibt, der hundertprozentig immer gleich dickes Sperrholz herstellt, dass er die Stringerausschnitte am Spant, die müsst ihr vielleicht da zwischendrin ein bisschen ausschleifen, könnt ihr mit einer Feile einfach durchfahren, dann geht das. Es kann ruhig ein bisschen Spiel haben, spielt eigentlich keine Rolle. So, wir fangen hier beim 1 an. Ah nein! Das war beim V4, das ist jetzt eben genau auch neu. Sorry. Thematik. Wir sind hier grösser gefahren. Also ihr müsst hier nicht mehr ausfeilen. Das hat, glaube ich, 6 mm jetzt. 5,5 hat das Sperrholz, das ich habe. So, seht ihr, die passen schön. Die haben jetzt leicht ein bisschen Spiel. Aber das ist absolut kein Problem. Es spielt auch keine Rolle, wenn ihr den Spant tut, entweder so oder so. Ich tue sie immer nummerieren. Das spielt keine Rolle. Ihr müsst einfach die Nummerierung einhalten. That's it. So, 2. Wo ist 3? Da. So. So wird das aufbauen. Jetzt, das hier verleimen, könnt ihr entweder, jetzt nehme ich hier meine cool geile Leimflasche da. Der Glubot. Und hau da ein bisschen Weissleim einfach am Spant. Ich zeige es euch da schnell. Oh, ganz wenig, es braucht nicht viel. Und stupft den hier ab, leimt den hier rein. Zack, zack. Da auch. Also wenig, braucht da nicht viel Leim. Machen wir den noch. Ah. Und innen mit. So ungefähr winklig zum Stringer ausrichten. Das könnt ihr mit Augenmaß machen. Ihr könnt aber auch so ein Winkelklötzchen machen. So etwas, wo Winkel ist da, 90 Grad. Dann hebt ihr das da an. Dann könnt ihr es ausrichten. Geht auch. So, jetzt, wenn ihr das so gemacht habt, dann geht ihr überall da, wo das Füßli ist, gehen wir einfach ganz einen kleinen Tupfen. Heißlein. Es braucht wirklich wenig. Leute, ihr müsst es nachher abschneiden und es hebt wie der Teufel. Gebt ganz wenig an. Ihr könnt sogar da aussen an der Stirnseite. Für die, die das nicht wollen, so machen, vorleimen, könnt ihr auch so. Es gibt noch einen zweiten Trick. Den hier einfädeln. So. Ausrichten, Winkel zum Stringer.
hin und vorne da. Da kann ich jetzt nicht, da habe ich ein Loch, aber das ist egal. Heißleim an. Und jetzt hat sie da in dieser Verleimung zwischen dem Stringer und dem Spann hat sie kein Leim. Jetzt gehen wir einfach an im, im Ecke und fahren da unten hoch. Zack. Immer diagonal übers Kreuz. Und gehen da außen ein bisschen Leim an. Und das ist eigentlich dann nachher der gleiche. Oh, das war mein Knie gewesen. Alter. Katastrophe. Wow. Das ist das gleiche Thema, wenn der Leim da außen nachher, wo dann er läuft ein bisschen ab, wenn das trocken ist, hebt das. Absolut keine Geschichte. Ja? 4, 5, dann kommt dann da rein. Und dann kommt dann da 6. Wo haben wir 6? Macht wieder Ferien da vorne. Zack, zack. Ja. Sydney ist der Abschlussspann. Immer. Auch beim Grossen, wo es wo es dann runtergeht. Wenn man, also wo es vom Vordeck auf den Stehdeck geht, das ist immer spannend sieben. So. Und jetzt kann man eigentlich, mache ich da hier noch fest, ihr wollt ja so viel wie möglich sehen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr. So. Oh, das stimmt ja gar nicht. So. 8 ist der da. So. 8, 8, 9. 10. Zack. 11. 12. 13, 14. Also es hat genau gleich viel Spanten wie beim, beim Original, was ich gemacht habe. Ich hatte so einen Spezi aus Deutschland, wo da Bausätze bestellt hat und hat es nachher aufkopiert und hat nachher meine Bretter kopieren. In 1 zu 1 bauen. Durch das, dass die Szene relativ klein ist, habe ich das natürlich da mitbekommen und bin dem ein bisschen auf die Füße gestanden. Ja. So. Gut, jetzt hier noch Leim angeben, überall zwischendrin. Diagonal rauffahren. Zack, zack. So, den Rest mache ich nachher noch. Gut, oh, dann die Nase wieder zu. So. Jetzt haben wir hier die Listen dabei, es hat ganz viel, also Deckslisten sind Paulina und dann hat es noch Dekolisten. Die könnt ihr eigentlich einbauen, wo ihr möchtet. Und es spielt auch keine Rolle, welche Liste das ihr nehmt hier aussen. Ja. Ihr könnt hier ruhig zwei Listen machen und das genug weit runterstehen lassen. Also eigentlich bis aufs Deck. Jetzt tue ich mal die Kamera verändern. Dass ihr mehr seht. Moment. So, jetzt. Also, da geht es eigentlich darum, die Seitenbeplankung, die wäre ja theoretisch vom, vom Rocker her, wäre die so, wäre die gebogen. Und jetzt müsst ihr ja theoretisch längs auch die Leiste so biegen. Das geht aber nicht. In dem Sinn lasst ihr sie oben vorstehen. Und dann lassen sie unten vorstehen. So. So mal anpappen. Aussen. Und da unten, wenn ihr das Board dann kehrt, einfach anhängen. Oder ihr fangt da unten an, nehmt eigentlich das Baubrett als Linie. Pappt den so an. Und macht. Und da mal schnell ein bisschen Gewicht haben. So. Und nehmen dann die zweite Liste. Da drauf. So. Ja. Dann haben wir da komplett schon mal zu. Jetzt steht die oben, steht die da vor. Das tun wir nachher schön abhobeln. Sauber machen bis hinten, überall die Kontur. Und dann könnt ihr mit dem Deck
drüber beplanken. Ich würde es so machen, dann habt ihr es einfacher, weil ihr habt hier schon komplett zu. Auf der unteren Seite hat es den Vorteil, wenn ihr die Beplankungsliste aufs Baubrett abstellt. Durch die Füße, die wir haben, da haben wir ja rund etwa 5 bis 8 mm Differenz vom Original, vom Spant, wo wir höher sind. Das heisst, ihr seid mit der Liste haben wir ganz sicher genug Holz unten. Wenn ihr es nachher kehrt, macht ihr dasselbe. Alle Füße müsst ihr abschneiden auf den Grund von dem. Ach, das soll ich da schnell zeigen. Also, die Liste ist nachher quasi da bündig. Unten. So. Da kommt dann die zweite oben drauf. Das steht oben vor. Das wird dann alles zusammen schön bündig. Da runter. Und dann das Deck raus beplanken und rauslaufen lassen. Das heisst, der Vorteil, ihr habt kein. Wenn ihr zuerst Deck macht, so drüber rein, und ihr die Rails nachher macht, dann stehen die am Deck quasi oben vor und ihr seht da oben, stirnseitig, seht ihr, oh, da hat es ja Holz, das rundherum läuft. Also, ihr könnt eigentlich nichts anderes machen, die zuerst hin, bündig machen und dann das Deck oben drauf und ganz raus beplanken, dann habt ihr nämlich da schon fix fertig. Außer die Kante. Müssen sie noch ein bisschen runden, kann man ein bisschen schleifen, niente Probleme, schon fertig. Und unten, wenn ihr aufs Baubrett runtergeht, so, seht ihr, da sind die Füße. Da hört der Spant auf, der ist da außen. Also ihr seht immer, wenn ihr da unten seid, habt ihr sicher genug Holz. Und die Füße, da ist fertig gespannt, das sind nur Konstruktionsfüße, dass er richtig da steht. Also, das hier müsst ihr nachher schön bündig machen, zack, die Linie, und dann kommt da unten das Deck drauf, auch wieder rauslaufen lassen, da außen ist die Beplankung schon dran, die Rail, und dann deckt es die schön zu und sieht wunderbar aus. Ja? Was ihr auch könnt machen könnt, ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier, ihr tönt die Liste, ihr tönt hier am Spant, tönt ihr hier überall, etwa 4-5 mm anzeichnen, von der Rundung her durch ab. Von da, wo ist der Bleistift schon wieder da? Ich mache da schnell einen Strich. So. 4-5 mm von oben da hin. Und jetzt kommt das da rein. Das macht ihr an jedem Spant. Dann tun wir die Liste so ankleben, dass sie überall genau bündig ist an dem Strich, an dem Riss. Und dann könnt ihr nachher, ich muss hier schnell das Gewicht anstellen, improvisieren. So, zack, da oben. So. Und jetzt steht das da leicht zurück. Überall. Das ist jetzt überall unten am Riss die Liste. Und dann nehmen wir die Dekorliste. Da die irgendetwas Dunkles, das dabei ist. Und dann könnt ihr die da oben drauf machen. Oben drauf leimen. Und dann habt ihr eigentlich eine schöne Umrandung. Dann gibt da genau die dunkle Liste, ist nachher genau die Kontur vom Bord. Ja? Das kann man auch so machen. Oder man sagt, nein, ich will es auflaufen lassen, ich will die dunkle Liste nicht mit rein, oder ich will da so schräg. Also da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wenn ihr die da in der Mitte macht, dann muss ich nicht gross erklären, das ist Pipifatz. Einfach Mitte gehen, die dunkle Liste von der Mitte her, halb. Da zusammenleimen und dann drauf und beplanken und fertig. Die Öffnungen da, die könnt ihr rausbrechen und so Modellbau zwingen, so kleine. Wo habe ich da meine Kiste? Wenn du die Dinger suchst, sind sie nirgends.
Immer dasselbe, immer dasselbe. Da gibt es ganz kleine. Gibt's doch nicht. Ah, da. Im Puff verschwunden. So. Ich habe da eine ganze Box, verschiedene große. Da sind die ganz kleinen. So. Die gibt es recht günstig überall. Und mit denen kann man natürlich dann da unten rein und die Spante schön abziehen und festklemmeln. Auch da außen kann man reingehen und die festklemmeln, das geht auch. Das ist eigentlich das. So baue ich die. Deko-Leisten kann man machen, wie man möchte. Was noch gut ist, ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt so einen Holzklotz habt, geht ihr zum Schreiner, der hat immer so winkelgeschnittene Abschnitte. Wenn nicht gross sind, so 10, 12 cm, 5 cm breit. Und dann fragt ihr gerade noch wegen Schleifpapier oder vielleicht habt ihr selber. Und dann tut ihr da rundum um den Schleifklotz, hier an der Stirnseite, hier oben, da könnt ihr auf einer Fläche tun vielleicht ein 80er und auf der anderen Seite ein 150er aufleimen. Und dann habt ihr immer schön einen Schleifklotz, der schön winkelig ist, wo ihr hier arbeiten könnt. Das Paulina, das geht irrsinnig zum Verschleifen. Das ist extremst einfach. Und man kann auch ein kleines Hübel kaufen. Habe ich auch schon vorgestellt. Gibt es im Jumbo oder sonst irgendwo oder direkt beim Werkzeughändler den kleinen Rallye-Hobel. Und dann kann man da schön hübeln. Aber ich sage einfach, eigentlich ist man mit dem Hobel, ja, das ist schon fast zu viel des Guten. Ihr könnt es zutun, wenn ihr Spass habt dran, wenn ihr sagt, hey, wenn ihr nachher im Sinn habt, ein 1:1-Board zu bauen, dann macht so einen kleinen Rallye-Hobel Sinn. Und dann könnt ihr den nachher natürlich super genial brauchen, gerade auf dem 1:1-Board. That's it. Verleimen tue ich alles mit Weissleim. Und geht nicht zu viel an. Ein paar Tupfen, es langt. Es gibt so Schnellbinder, der heisst Rapid, der vom Weissleim. Die Bezeichnung Rapid, einfach Schnellbinder, der zieht relativ schnell bei Zimmertemperatur und da könnt ihr relativ zügig weiter schaffen. So, that's it. So sieht der ganze Wahnsinn aus. Ich wünsche euch mega viel Spass beim Bauen und eben wie gesagt, wenn irgendetwas ist, geht am Funk oder schreiben. Am besten WhatsApp, weil das sehe ich am schnellsten. Messenger ist jetzt etwas, das ich ultra hasse. Es tut mir leid, aber das ist einfach nur mühsam, der Messenger. Weil dort sehr viel zusammenläuft, du findest nichts mehr. Das ist einfach Quatsch. Mich nervt es. Oder PN geht auch, aber am schnellsten geht WhatsApp. Die Nummer findet ihr unter sapodiboards.ch oder auch im Facebook oder auf dem Channel. Auf dem Instagram ist es auch drauf. Also dort hat es immer mal wieder so Leute, die schreiben und das finde ich auch lässig. Bin ich jeden Tag drauf, respektive schauen, aber ich sehe es ganz sicher. Und sonst eben, ich bin jeden Tag erreichbar unter WhatsApp. So. Instagram-Channel, auch mega cool, könnt ihr auch mal schauen. Sapodiboards.ch. Wandet hat sonst immer mal so Geschichten. Und auf dem Facebook, alle die bauen, das ist noch etwas, was ich mal noch sagen will. Alle die von mir keinen Bausatz haben, die kommen in die Gruppe, die Woodboard-Shaper-Gruppe, kommen die nicht rein. Ich muss die freischalten. Jeder, der ein Board hat, der hat die Berechtigung, um dort reingehen, sich austauschen mit solchen, die auch bauen. Man kann dort Fotos nicht tun, man kann Haufen Sachen fragen, aber ich will dort einfach keine Leute drin haben, die so über den Haag schauen, was machen jetzt die anderen und Zeug und Sachen. Für das habe ich genug andere Portale, wo Sapodiboards vorstellt, was man macht, was alles gibt, wie man es machen kann, die hunderte von Videogeschichten, also hunderte sind es nicht, aber zig Videos sind es. Das einfach zu dem.
Der, der ein paar kauft, kann mich anfragen. Der kann auf dem Facebook in die Gruppen rein, auf Woodboard Shaper, den tue ich gerne freischalten, niente Probleme. Alle die, die einfach die Nase über den Haken heben, die kommen dort nicht rein. Es soll auch ein bisschen eine Gemeinschaft bleiben, und zwar reden dann alle vom Gleichen in dem Channel. Und nicht, ja, würde mich auch mal interessieren und ja, vielleicht dann das nächste Jahr, und, aber überall irgendwo gescheit sind Senf dazuschreiben, und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe schon Leute wieder rausgefallen, ja, wo eben kein Sport gebaut haben und dort drin gewesen sind. Weiss auch nicht, wie das gegangen ist. Vielleicht habe ich einfach mal gedruckt und dann hat es geheissen, alle Anfragen integrieren, und so ist das passiert. Also, nicht böse, aber die bauen, kommen dort rein, die nicht, ein Pech gehabt. So, wünsche euch mega Zeit, viel Spaß beim Bauen, und es gibt irgendwann den Moment, wo man sagt, boah, jetzt habe ich die Schnauze voll, es nervt. Oder dann gibt es auch Übung, oder es gibt Tage, wo man sagt, ah, oh, es nervt, der Scheiß, nichts hebt, was ist eigentlich heute los? Sofort aufhören, auf die Seite legen, ein bisschen rausgehen, Freunde treffen, eins ziehen, voll easy. Bau muss Spass machen, ja, kein Frust geben und schon gar nicht, es muss jetzt fertig werden. Hört auf mit dem, bringt es nicht. Noch etwas am Rande zum Finish. Wenn ihr es nachher fix fertig schleifen habt, ihr müsst es mit rund 180er Schleifpapier schleifen, dass es schön fein wird. Dann nehmen wir einen schönen Lack, dünnt das anmakeln, das macht ihr zweimal, zuerst mal saugen, sehr stark, ihr müsst nicht zwischenschleifen, oder könnt mit dem 280er Schleifpapier, könnt ihr zwischenschleifen nach dem ersten Mal lackieren, dann nochmal lackieren, könnt ihr mit einem Pinsel machen, und dann sieht das traumhaft aus. Ha? Okay, so, Woody hat jetzt Schnorren, Schnorren ist immer ein viel, aber es soll ausführlich sein, und ich habe einfach immer sehr viele Ideen, die ich euch mitgeben möchte. Und ich bin halt so, wie ich bin. Ich wünsche euch, see ya, bis dann, euer Woody.